Heute will ich doch mal ein kleines Quiz mit euch machen. Ihr habt da sicher richtig viel Ahnung. Welcher Komponist hat denn zum Beispiel die meisten Stücke geschrieben? Vivaldi, Bach, Mozart. Telemann. Telemann. Die meisten Trompetenkonzerte hat Torelli geschrieben. Die meisten Violinkonzerte Vivaldi. Aber die sind ja alle gleich. Und dann gibt es auch noch Graupner, der hat auch ganz schön viel geschrieben. Allein 2000 Stücke sind bei ihr im SLP. Ja, allein über 1200 Kantaten. Ja. Ja, aber Telemann, glaube ich, ist mit über 6000 Stücken wahrscheinlich immer noch vorne, keine Ahnung. Und welcher Komponist ist am ältesten geworden? Denn schließlich machen wir ja alte Musik, ne? Da muss man auch mal fragen, wer sind denn alle die alten Komponisten? Also, wer ist der Älteste? Heinrich Schütz. Wie Telemann. alt? Ja, Schütz? Schütz, glaube ich, 91 oder 92. Telemann 86, meines Wissens. Ich habe echt keine Ahnung. Also Mozart ist es nicht. Nee. Und welcher Komponist ist der bekannteste? Was meint ihr? Also so unter allen, Bach, also Vivaldi, berühmt. Mozart, Beethoven. In Deutschland hier mit B. Beethoven, Bach. Bach, Brahms. Ja. Händel. Genau. Vivaldi. Also jedenfalls sein Stück, die vier Jahreszeiten, die kennt jeder. Telemann. Ja, für das unmusikalische Volk, wahrscheinlich Bach mit seiner R, Vivaldi mit seinen vier Jahreszeiten, Händel mit seinem Messias, mit dem Halleluja. Genau. Mozart, Mozart mit der kleinen Nachtmusik. Ja, also Mozart, wahrscheinlich ist er noch bekannter, oder? Keine Ahnung. Mozart kennt auch jeder. Ja. Beethoven, ja. Wir sind wieder bei Beethoven. Und von Beethoven mit Händel kennt 500. niemand, dabei kennen alle sein Stück. Das Genau, stimmt auch, ja. genau. 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 Das Stück von Bach Händel. Ja, wenn man Kanon sagt, weiß jeder, was das ist, aber nicht von wem es ist. Hat sogar in die moderne Werbung geschafft, ne? Genau. Karl Orff. Ja. Das. Karl Orff gehört auch in die Liste. Ja. Ja, stimmt, Carmina Burana, Kumpel ne? auch. Und Hört mal, das ist ja alles schön und gut, aber am meisten hat doch sicherlich Anonymous komponiert, oder? tut's immer noch. Genau, der lebt ja immer noch. Der ist lockere 400 bis 500 Jahre alt. Ja, und hat auch sicher Werke im fünfstelligen Bereich geschrieben. Ja, also so um die 20.000, 20, 30.000 werden das schon sein, oder? Glaube ich schon, ja. Und so vielseitig, so viele verschiedene Stile. Genau, und in wie vielen Ländern der gelebt hat? Ja, und ein Maler war er. Und ein Dichter. Und vielleicht hat er uns auch so die eine oder andere musikalische Anekdote hinterlassen, wie zum Beispiel diese hier. Im Jahre 1706 hörte Domenico Scarlatti auf einem Maskenball in Venedig einen Unbekannten mit schwarzer Maske auf einem Spinett spielen. Nie zuvor war ihm eine solch glänzende Beherrschung des Instruments und eine so überzeugende Musikalität begegnet. Und Scarlatti lauschte eine ganze Weile versunken und sagte dann: Das kann nur der Teufel sein oder der berühmte Sachse. Ja, meine Lieben, ich glaube, zu dem Thema kann ich auch etwas beitragen. Auch zu unserer Zeit spukte dieser teils großartige, teils weniger gute Komponist Anonymous durch unsere Archive und unsere Sammlungen. Ja, aber wie konnte es dazu kommen? Gut, es war üblich, dass ein Kantor in einer Gemeinde, dass ein Kapellmeister für jede Woche ein neues Werk auflegen musste und aufführen sollte. Das war natürlich nicht möglich für einen allein. Ein Komponist konnte so etwas nicht stemmen und so wurde von befreundeten Musikern oder auch über Verleiher, die es damals auch schon gab, wurden Noten geliehen oder angekauft. Dabei war es der Usus, dass von den Noten maximal die Stimmen kopiert wurden, die Partituren aber in den Händen der jeweiligen Komponisten bzw. des jeweiligen Besitzers, Kirchengemeinde oder Hof verblieben. Gut,
Nun stand aber auf diesen Stimmen nicht immer der Komponist drauf, maximal das Stück. Und so ist es dann, wenn diese in einem Archiv verblieben, nicht immer einfach gewesen, diese Noten zuzuordnen, wenn die Partituren wieder zum Besitzer zurückgegangen sind. Ja, und so kamen diese Noten alle in den großen Topf Anonymous. Aber wie konnte man denn dann wieder diese Noten einem bestimmten Komponisten zuordnen? Gut, man konnte es vergleichen mit Noten in anderen Archiven, man konnte die Stile vergleichen, man konnte aber auch bei Kantaten Textbücher nehmen, die den Gläubigen in der Kirche ausgehändigt wurden und vergleichen, ob die Arien und die Choräle übereinstimmten. Ja, das war eine mühselige Arbeit, aber häufig interessierte das zu unserer Zeit auch die Musiker nicht, von wem sie was spielten, sondern nur, dass sie das, was sie spielten, gut war und dass sie das gut spielten. Ja, also, man konnte aber auch über die Stilmittel sehen. So konnte man Noten dann einem Händel, einem Telemann, einem Bach zuordnen, denn diese waren bekannt. Aber es gab auch Kleinmeister und da war es schon schwieriger. Aber es gab auch... Ja, und was ist auch mit den ganzen Frauen? Es gab ganz viele komponierende Frauen auch und ein paar davon sind ja auch bekannt, aber ganz viele gibt es bestimmt, die sich aufgrund der gesellschaftlichen Konventionen gar nicht öffentlich zeigen wollten oder konnten oder durften und unter deren Werken steht dann vielleicht auch Anonymous. Ja, das ist auch gut, dass du das mit den Frauen erwähnst, denn da gibt es jetzt auch eine ganz rege Diskussion im Internet bei einem von unseren Videos, bei dem Video von dem Cembalo-Konzert von der Wilhelmine von Bayreuth, weil da wird immer angenommen, dass das auch von Johann Gotthilf Jänichen sein könnte. Der war Komponist und Generalsekretär in Berlin. Und Lehrer. Ja, ne? Von ja, ihr, ne? Nimmt man an. Also so ganz klar ist das wohl nicht. Das habe ich vorhin gelesen. Ich dachte, er wäre der Cembalo-Lehrer. Habe ich auch gedacht, aber das scheint wohl doch nicht ganz so klar zu sein. Nee, aber es gibt nämlich da nur eine Abschrift. Es gibt keine Partitur, nur einen Stimmsatz und da steht kein Name drauf. Es gibt aber nur diese Abschrift von dem Komponisten und der hat die Wilhelmine draufgeschrieben. Der Bayerische Rundfunk hat das dann ganz klug umschifft. Der hat das nämlich jetzt einfach genannt, das Cembalo-Konzert von Wilhelmine Jänichen. Johann Christoph Pepusch wurde 1667 in Berlin geboren. Unter seinen vielen Instrumentalkompositionen findet sich auch ein Oboenkonzert, in dessen erstem Satz ein punktiert rhythmisches Motiv vorherrscht. Im Schrank 2, dem Archiv der Dresdner Hofkapelle, finden wir in der Sammlung der anonymen Kompositionen ein Konzert in G-Moll für Oboe, eine zweite Solostimme fehlt und Streicher. In einem längeren Absatz im ersten Satz taucht das gleiche oben beschriebene Motiv gehäuft auf. Zusätzlich endet das Konzert mit einer Aria Angloise, sodass wir annehmen dürfen, dass Pepusch, der die englische Musik sehr intensiv studiert hatte, auch dieses Konzert komponiert haben könnte. Ich habe mal ein Stück gefunden, da hatte ich eine Kopie von der Originalpartitur, eine Messe von einem Antonio Pino. Der hat gelebt in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Kremsier, Kommeritsch in Böhmen, heute Tschechien. Und wie gesagt, das ist eine Messe. Und als ich mir das genau angeguckt habe, sah ich, dass unten unter der Partitur noch ein paar Zeilen frei sind und in diese paar Zeilen hat jemand noch ein weiteres Stück geschrieben und zwar
ist das dann ein mehrseitiges, also über viele Seiten geht das, eine ganze Kantate, nur drei Stimmen, nämlich Bass, Trompete und Basso Continuo, also Basssänger, auch mit Text. Und da steht jetzt kein Komponist bei. Man kann auch nicht so ganz sagen, ob das die gleiche Handschrift ist und so. Also ich bin davon ausgegangen, dass das auch dieser Antonio Pino ist. Und ich habe dann das Werk auch rausgegeben. Das heißt dann Laudate Puri für Bass, Trompete und Orgel von Antonio Pino. Und es steht sogar eine Zahl drüber, wann eine Jahreszahl. Es ist nämlich 1688 komponiert. Mhm. Aber so genau kann man es dann nicht sagen, oder? Man kann nicht sagen, von wem das ist. Also ich vermute, dass es Pino ist. Aber das kann auch jemand sein, der einfach die Noten hatte und dann gesehen hat, da ist noch Platz, ich schreibe noch ein anderes Stück da drauf. Ich kann mir vorstellen, dass die Komponisten damals gerne freie Stellen auf Blättern benutzt haben. Papier war häufig sehr knapp. Und wenn man Platz gefunden hat, noch was zu schreiben, hat man einfach die Gelegenheit benutzt. Das Gleiche gilt natürlich für die Ersparnis von Tinte. Man hat nicht immer alles genau geschrieben, weil vieles die Musiker auch wussten. Das trug natürlich dazu bei, dass man Tinte auch sparen konnte. Die Sächsische Universitäts- und Landesbibliothek in Dresden bewahrt in ihrem Archiv, dem sogenannten Schrank 2, also das Archiv der Dresdner Hofkapelle, unter anderem eine Ouvertürensuite in F-Dur auf, bei der kein Komponist angegeben ist. Der dritte Satz dieser Ouvertürensuite nennt sich Jardinier, was so viel heißt wie die Gärtner. Wir können annehmen, dass Johann Friedrich Fasch der Komponist dieser Ouvertürensuite ist, da er der Einzige ist, der hin und wieder diesen Tanz mit der Überschrift Jardinier verwendet. Ich spiele mal den Anfang. Ich habe hier den Satz gefunden aus Claras Tagebuch. Also wo sie zusammen mit Robert halt an Bachs Fugenart zu komponieren arbeitet. Und da schreibt sie, heute begannen wir kontrapunktische Studien, was mir trotz der Mühe viel Freude machte. Denn ich sah, was ich nicht möglich geglaubt, bald eine selbstgemachte Fuge und sah bald mehrere, da wir die Studien regelmäßig alle Tage fortsetzten. Ich kann Robert nicht genug danken für seine Geduld mit mir und freue mich doppelt, wenn mir etwas gelingt, dass er dann doch als sein Werk ansehen muss.